Und jetzt kommen wir zu Ihrer Geschichte. Was haben Sie uns mitgebracht? Ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe natürlich lange überlegt, was könnte ich denn erzählen? 30 Jahre Geschäft, könnte man Geschäft so viel erzählen. Tolle Sachen, die ich erlebt habe, aber langweilen vielleicht. Ich könnte erklären, wie eine BWA funktioniert oder wie man vielleicht günstig eine Finanzierung aufbaut. Alles Quatsch. Also habe ich ein bisschen so in den Geschichtsbüchern der Stadt Fürth gewälzt und geschaut und bin auf eine Zeit gekommen, die 180 Jahre zurückliegt. Es war ja eine Zeit, wo die Menschen zu Fuß unterwegs waren, vielleicht mit irgendeinem Eselskarren oder sonstigen. Und irgendeiner hatte die Idee, die Engländer, die haben eine Eisenbahn, das wäre doch was für uns. Und siehe da, es fanden sich sehr schnell Leute, natürlich auch welche, die mir das Geld gegeben haben, die gesagt haben, jawohl, zwischen Nürnberg und Fürth bauen wir die erste deutsche Eisenbahn. Gesagt, getan, 180 Jahre her und genau vor 179 Jahren, also im Dezember 1835, fuhr diese mit Dampf, mit Lautstärke, mit Knistern und Knarren. Es gab Mediziner, die gemeint haben, wer da mitfährt bei dieser Geschwindigkeit, der wird verrückt. Es gab einen Pfarrer, der gesagt hat, das ist Teufelswerk und wer da mitfährt, der fährt direkt in die Hölle. Ja, es war beides nicht der Fall. Es hat sich weiterentwickelt. Irgendwann, die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth wurde elektrifiziert. Das heißt, es war dann schon etwas komfortabler, nicht mehr so viel Qualm. Und ich möchte mal die Geschichte da beginnen. Ich denke mal, das wird circa so 80 Jahre zurückliegen, also so 1930, circa in dem Dreh. Es ist eine Eisenbahn, die von Nürnberg nach Fürth unterwegs ist. Ich vermute, zwischen Plärrer und Gostenhof dürfte sich gerade aufhalten. Und in einem Waggon sitzen vier Personen. Eine Mutter mit ihrer höchst attraktiven Tochter im heiratsfähigen Alter. Ihr gegenüber zwei junge Männer. Der eine mit einem etwas düsteren Gesicht, mit einem rot-schwarzen Schal. Nebendran einer mit einem lächelnden Gesicht, mit einem grün-weißen Schal, beziehungsweise weiß-grünen Schal. Ob es wirklich ganz so war, man kann ja in diesen Geschichtsbüchern auch nicht alles glauben. Also jedenfalls, Strom war gut, die Eisenbahn fuhr, aber wenn es Abzweigungen gab oder wenn Weichen zwischendrin kamen, dann hat oftmals das Licht etwas geflackert und manches Mal ist es auch für 2-3 Sekunden ganz ausgegangen. Ja, und genau so eine Situation war. Es war düster, wie jetzt auch, um diese Zeit, abends schon dunkel draußen. Die Eisenbahn fuhr, es flackert jetzt etwas, das Licht geht aus und man hört plötzlich das Schmatzen eines Kusses und gleich darauf das Klatschen einer Ohrfeige. Da denkt sich die Mutter, da hat doch einer dieser frechen Jungs mein Mädchen geküsst. Und die hat sich gleich gewehrt. Da denkt die Tochter, da wollte mich doch einer dieser Fußballfans küssen, hat versehentlich meine Mutter erwischt und die hat gleich zugelangt. Jetzt würde ich gern fränkisch weitermachen, aber ich habe festgestellt, es sind ein paar Norddeutsche da. Jetzt sage ich also erst einmal im Hochdeutsch, damit es für jeden verständlich ist, was der mit dem rot-schwarzen Schal gedacht hat, auf Hochdeutsch. Da hat doch dieser minder bemittelte Mensch aus der Nachbarstadt seine Lippen auf die Lippen des Mädchens gedrückt und sie hat ihren Widerwillen mit der flachen Hand ausgedrückt, hat aber versehentlich mich erwischt. Im Fränkischen, ich meine, das will ich ganz verstehen, heißt der Blöde Ferrer hat das Madler geküsst und ich habe die Schellen gekriegt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was denkt der Ferrer? Der denkt sich, und wenn das Licht wieder flackert und ausgeht, dann mache ich nochmal auf meine Hand und gebe dem Klopperer nochmal eine Schelle. Ich habe gerade schon gesagt, ob man alles den Geschichtsbüchern glauben darf. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Auch nicht das, was ich jetzt noch versucht habe, ein bisschen nachzuforschen, weil der lächelnde Blick des Förders hat mich schon beschäftigt. Es wird vermutet, aber es ist nicht amtlich bestätigt, dass das Spiel 5:1 ausgegangen ist. Herr Meister, vielen herzlichen Dank. Wie die Italiener sagen, wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Ein Erzählthalle für Sie. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke.